Bei einigen Materialien im Web ist die Nutzung für das Lernen und die Lehre ausdrücklich erlaubt. Man nennt solche Materialien offene Bildungsressourcen oder eben auf Englisch Open Educational Resources, kurz dann nur OER. Bei ihnen ist es erlaubt, sie zu vervielfältigen und auch wieder zu veröffentlichen. Manche kann man auch verändern. Einige Angebote mit offenen Bildungsressourcen wollen wir euch im Folgenden, allerdings sehr kurz, vorstellen. Die bekannteste offene Bildungsressource ist wahrscheinlich die Wikipedia. Hier kann jeder einfach mitwirken, aber auch Texte verwenden, wenn er sie unter den gleichen Bedingungen, nämlich frei verfügbar, zur Verfügung stellt. Ganz ähnlich funktioniert die Wikiversity. Hier werden gezielt Materialien für die Hochschullehre gesammelt. Auch die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, Zoom, bietet ein Wiki an. Es richtet sich vor allem an Lehrer oder auch Schüler von Schulen. Und bei Wikibooks entstehen wieder unter ähnlichen Bedingungen Bücher, also auch Lehrbücher. Das Projekt EduTags ist der Versuch, mit Social Bookmarking, also sozialen Lesezeichen, die Landschaft der offenen Bildungsressourcen ein wenig übersichtlicher zu machen. Fotografien, die besonders gut für den Unterricht geeignet sind, bietet der Tiroler Bildungsservice an. Und bei RPI virtuell gibt es religionspädagogische Materialien, darunter eben auch eine Menge OER-Material. Klick dich schlau mit Materialien rund um den europäischen Computerführerschein, hat keine Creative Commons Lizenz, aber eine sehr ähnliche Nutzungsbedingung. Und Schulbuchomat heißt das Projekt, bei dem bis zum Herbst 2013 das erste freie Bio-Schulbuch entstehen soll. Die rund 50 Kapitel des Lehrbuchs für Lern- und Lernmethodologien sind bisher nicht modifizierbar. Das soll sich ändern. In der neuen Version des Lehrbuchs, die im August dieses Jahres innerhalb von 7 Tagen entstehen soll, soll auch die Modifikation erlaubt werden. Wer Unterrichtsmaterial und Aufklärungsmaterial zum Thema Schule und Internet sucht, ist bei saferinternet.at sicherlich schnell fündig. Zahlreiche Materialien zu unterschiedlichen Themen finden sich bei OER Commons, das meiste allerdings davon englischsprachig. Und wer Bilder oder Videos sucht, auch zum Neuvertonen, findet sicherlich etwas mit der Creative Commons Search. Dass es OER nicht nur für Schule und Hochschule gibt, zeigt dieses Beispiel. Hier gibt es Skizzenbücher und Tutorials. Größtenteils englischsprachig sind die Angebote schließlich des Wiki Educators. Hier finden sich Materialien rund um das Thema E-Learning oder eben auch über OER.